Hey ho Leute und willkommen zurück in der wunderbaren Welt von The Elder Scrolls Online. Ja, es sieht einfach nur krass aus. Was ist das bitte? Das ist ein... Was ist das? Es sieht einfach nur geil aus. Lebt das noch oder ist das tot und wohnen da jetzt Leute drin? Was ist das? Das lebt doch nicht mehr, oder? Es bewegt sich, der lebt noch. Ich will mir das ansehen. Muss mir das ansehen, was? Wie geil ist das denn? Wie krass siehst du denn aus? Aber ich kann mich ein bisschen daran erinnern an Skyrim hatte ja auch so ein DLC von Ravenfels. Ich weiß gar nicht, wie das DLC hieß, glaube ich. Ich glaube Dragonborn? Ne, Dragonborn war es nicht. Irgendwas mit Dragon, oder? Dawnguard gab es ein DLC. Noch irgendwas anderes. Irgendwas. Es war auf jeden Fall ein DLC auf so einer komischen Insel, die Rabenfels, glaube ich, hieß. Und da gab es auch so solche Tiere, die auch die Lande gehüpft sind. Aber die konnte man nicht angreifen, glaube ich. Aber die sehen auf jeden Fall geil aus. Ist auf jeden Fall krass. Es ist auch die ähnliche Vegetation, obwohl Rabenfels, glaube ich, eine deutlich zugeäschertere Welt ist. Hier haben wir eine Quest, die wir jetzt nicht annehmen, denn wir haben ja unsere Audienz beim königlichen Fürsten Vivek, bei dem lebenden Gott Vivek. Aber vorher werden wir auf jeden Fall mal bei der Schmiede vorbeigucken, denn beim Schmied und so sollten wir doch ein paar Sachen zu verkaufen haben. Ach, hier sind die Gildenhändler. Ah, schön, okay. Okay. Zuerst will ich zum Schmied. Und mal gucken. Ja, der Captain. Captain Felsig. Hier hat jemand einen wilden Wächter. Die sehen schon geil aus. So einen werden wir auch irgendwann haben. Wann, kann ich euch nicht bestätigen, aber wir werden den auf jeden Fall irgendwann haben. So. Hier soll doch der Schmied irgendwo sein. Du bist Zimmerermann. Nein, brauche ich nicht. Bankier. Nein, ich brauche keinen Bankier. Händler. Im Händler kann man eigentlich alles verkaufen, oder? Hier ist der Schneider. Oder Schneider ist eigentlich ein Schmied nicht weit, oder? Oh, hier ist das schwarze Brett. Wilde Wächter, dieser Bankier. Schmied, hi! Was meint ihr, wie... Was habt ihr denn anzubieten? So, wir verkaufen erstmal ein paar Sachen. So bei dieser komische Kassette hier. Na, wenn das nicht eure alte Kassette ist, aus irgendeinem Grund schien es, als würdet ihr sie nie wiedersehen. Allerdings ist es schwerer, als ihr in Erinnerung habt. Ich behalte einfach mal, vielleicht bauen wir die irgendwann. Hier haben wir noch Sklavenhosen, die kannst du haben. Den Eisendorf kannst du haben. Warum kriegen wir dafür nichts? Aber ich mach's einfach mal trotzdem weg, weil... Auch nicht. Und wir brauchen hier auch in diesem Let's Play auch nichts auf Schmiedekunst geben. Also wir brauchen nichts verwerten oder so. Das macht alles unser lieber Herr Martan, der Schmiedegott, der uns alles schmiedet. Also wir brauchen nie irgendwas auf Schmiedekunst oder so setzen, damit wir alles auf die Fertigkeiten setzen. Ja, die Kronenschriftrollen des Lernens. Die werden uns auch irgendwann noch nützen. So, Dederjetz kann ich eigentlich auch verkaufen. Die ganzen Dings hier auch, damit wir ein bisschen mehr Platz im Inventar haben. 10 Anhäufungen dieses Staubs können zu vulkanischen Viridianen verarbeitet werden, um daraus Ausrüstung im Stil der Kriegswaffenträger herzustellen. Was? Da halte ich einfach mal, was mich interessiert. So, Eisenschulterschutz. Ich gucke einfach mal ins Inventar. Ne, brauchen wir nicht. Herr Schmied, hier bleiben. Ich muss weiter verkaufen. Das kannst du alles haben, wir brauchen Geld. So, wir haben schon 250. Sklavenjäger-Bienenhändler. Nein, brauchen wir nicht. Lernen, Seelenstein kannst du auch haben. Jute-Jacke und das alles. Ah, Schatzkarten haben wir auch. Gute Reise. Ne, den behalte ich. Also ist bereits in eurer Bibliothek. Aha. Hat mich nach Warenfell eingeladen. Okay, dann kannst du den auch haben. Okay, das behalte ich erstmal. Obwohl, das sind Verbrauchsgüter. Ne, die behalte ich erstmal, weil... Wir haben jetzt nur 12 Stück im Inventar, das passt schon so. Okay, passt, okay. Herr Händler, das war mehr eine Erde. So, das kann man wegmachen. So, passt. Und jetzt zum... Alter, was ist das denn? Geile Pyramide. Okay, da will ich hin. Das ist ein bisschen was von Ägypter. Ja, komm mit deinem Dwemer-Pferd, ist okay. Will ich mal zeigen, was ich für einen Wolf habe? Ja, der Wolf der wilden Jagd, den hat niemand, außer ich. Ja, der ist nicht gecheatet. Der ist wohlwollend erstanden. So, ah, dieser Palast sieht ja geil. Aber ich glaube, den sieht man auch in der Anfangssequenz der ersten Folge. Und ich glaube sogar im Intro. Im Intro, die vor den Folgen... Was laber ich hier? Im Intro, das vor den Folgen abgespielt wird. So, Rayon, du kannst ja doch Deutsch. Das Teil ist krass. Alter. Könnte einem Gott würdig sein. Mir gefällt die Architektur. Guckt euch mal diesen Stiegenaufgang an. Zuerst dieser komische, diese Wölbung, dieser Bogen. Und dann diese Stiege, die so emporgeht. Ich mag die Architektur ganz gerne.
die Architektur von den Dunkelelfen. Die mag ich eigentlich ganz gerne. Das ist schon ein Stil, was ich geil finde. Was ist da drüben? Ach, da geht's auch noch rüber. Geil. Preiset Vivek. Ja, preiset Vivek. Mhm. Wir preisen Vivek, alle zusammen. Ich spiele wieder so ein Veteranen-Dulli. Ich mag die nicht. Außer ich spiele selbst einen Veteranen-Dulli. So, sprecht mit Vivek. Dies ist die Person, die mir am Grabmal half, mein Fürst. Fürst Vivek, wir brauchen die Hilfe dieser Fremdländerin nicht. Oh, sei still, Erzkanoniker Taos. Fremdländer haben ihren Nutzen. Und diese interessiert mich. Wie ihr wünscht. Ich bin in meiner Amtsstube, falls ihr mich braucht. Der schwebt ja wirklich. Und der hat so einen Heiligenschein. Freundin Levuls, lasst uns reden. Hat ich Unrecht? Ist das wirklich so eine Art Gott oder Halbgott? Kanoniker Levule meint, ihr hättet ihm bei seiner Mission geholfen. Wie ich geschrieben habe, wer meinen Verbündeten hilft, wird mein Freund. Trotz der Sorgen des Erzkanonikers begrüße ich euch voller Aufrichtigkeit und stelle euch eine einfache Frage. Werdet ihr uns noch weiterhelfen, Fremdländerin? Das kommt drauf an. An welche Art Hilfe habt ihr denn jetzt genau gedacht, mein lieber Fürst Vivek? Ich verfüge über Ordinatoren und Wappenträger, gewaltige Armeen von Anhängern und ergebene Priester. Was ich jedoch nicht habe, ist eine frische Sicht der Dinge. Werdet ihr eure persönlichen Ziele eine Weile aufschieben und zu den Augen und Ohren eines Gottes werden? Natürlich, Fürst Vivek. Ich kann euch eine unverbrauchte Sicht der Dinge bieten. Gut. Ich brauche Unterstützung, um ein seltsames Phänomen zu untersuchen, das der Ahnen zufolge tatsächlich ein echtes Ärgernis darstellen könnte. Wir fangen mit einem einfachen Hellsichtritual an. Erzkanoniker Taos kann euch sagen, was wir brauchen, um diesem Rätsel nachzugehen. Also so wie ja gerade der liebe Erzkanoniker, wie er vorher reagiert hat, bin ich mir nicht sicher, ob er meine Hilfe haben will. Ich bin mir da nicht sicher. Die mich peinigende Lage macht auch meinem Erzkanoniker zu schaffen, aber er ist ein treuer Diener. Taos wird tun, was ich ihm sage. Und ich sage, dass wir eure Unterstützung brauchen. Sucht den Erzkanoniker in seinem Arbeitszimmer auf. Er wird euch sagen, wie es weitergeht. Als ich an dieser Insel ankam, sah ich eine Version von Azura. Die dädrische Fürstin? Ich schätze, dass dieselben Ereignisse, die mich betreffen, auch für Azura von Interesse sein könnten. Aber sie könnte ebenso gut der Ursprung all dieses Ärgers sein. Der Rote Berg. Seltsame Dädra. Und dann wäre da... Nun, unterhalten wir uns doch darüber, wenn ihr zurückkehrt. Okay. Okay, war das, was die Ahnen... sagte hilfreich? Hat das jetzt was gebracht, dass wir da reingestürmt sind? Levules Ahnen hat mir versichert, dass eine Quelle meiner Kraft sicher ist, was den Rest angeht. Lass den Gedanken reifen und nur dann sprechen, wenn er sicher Früchte trägt. Ich brauche mehr Informationen über die Lage. Daher ist das Hellsichtritual nötig. Okay, dann wollen wir das Hellsichtritual mal wagen. Lebt wohl. So. Sprecht mit Erzkanoniker. Tavus. Wo ist denn der Dulli? Wenn wir da rausgehen? Tavus! Hallo! Ich dachte, der wartet in seiner Amtsstube. Hat er das nicht gesagt? Oder hat er Amtsstube gesagt? Ich glaube schon. Wo ist die Amtsstube von dem Dulli? Da unten erst? Dieser Palast ist einfach nur episch. Was in dieser Pyramide drin sein muss alles? Kann ich da rausspringen, wenn theoretisch? Ich kann da nicht rüber. Oh, fuck! Okay. Das ist unser Tod. Das kann nur unser Tod sein. Hier wird gleich irgendein Seeungeheuer kommen. Ich sehe das schon. Okay. Ich hab Schiss. Darf ich hier irgendwo wieder hoch? Oder muss ich jetzt außen rum schwimmen? Oh Mann, fuck. Mann. Ich dachte, auf der Seite ist noch was. Ich dachte nicht, dass ich hier direkt runtersegle. Ich wollte eigentlich auf einen von den Vorsprüngen da hinten. Gehen wir halt schwimmen, okay. Oh Mann, aber wir müssen ja eh in dieses Gebäude da rein. Also schwimmen wir ja eh in die richtige Richtung. Aber komme ich da denn irgendwo hoch oder muss ich jetzt komplett außen rum schwimmen? Ich bin unsicher. Da kommt doch bestimmt hoch, oder? Bestimmt, hier ist eine Leiter. Ja, geil, okay. Haben die also doch daran gedacht,
Die kleinen Reons, die zu blöd sind, das. Darf ich das dann auch benutzen? Oder? Ist das dein Ernst? Ist die Leiter jetzt wirklich nur. Die Leiter ist einfach nur Deko. Geil! Danke dir! Am nächsten sind wir da drüben. Dann da. Ja, okay, dann gehen wir außen rum. Aber jetzt sind wir schon da. Geil, okay. Spring ich einfach mal rein. Körper voraus. Ah, schön. Bin ich gut. Hi. Wache. Alles gechillt. Ich bin gutmütig und habe keinen Drang daran, jetzt irgendwie Stress zu machen. Also alles gechillt. Kein Problem. So. Wo ist denn der Erzkanoniker jetzt schon wieder? Muss ich hier rein? Da ist er doch. So, hier sind wir. Arbeitszimmer des Erzkanonikers. Da steht so ein wilder Wächter. Ich will so einen auch haben, Mann. Wir werden bald so einen haben. Bald. So, Erzkanoniker Tavus. Ah, Fremdländerin. Fürst Vivek ist zu vertrauensselig, seine Hoffnung in jemanden wie euch zu setzen. Aber wer bin ich schon, meinen Gott zu hinterfragen? Ich schätze, er hat euch zu mir geschickt, damit ich euch an die Arbeit schicken kann. Hat er gesagt, welche Aufgabe wir als erstes für ihn erfüllen sollen? Fürst Vivek meinte, wir müssten ein Hellsichtritual durchführen. Ah ja, wir müssen ein Ritual durchführen, um das Wesen des Phänomens zu offenbaren, das Fürst Vivek so belastet. Nun hört genau zu. Ich hasse es, mich zu wiederholen. Ich bin ganz ohr, ganz gechillt. Trotz meiner Einwände glaubt Vivek, ihr wäret geschickt worden, um zu helfen. Also werde ich mein Bestes geben, euch zu unterstützen. Geht zur im Bau befindlichen Stufenpyramide und sagt der Aufseherin, Fürst Vivek bräuchte den Segenstein. Dann bringt ihr ihn zu mir in den Palast. Okay, warum schickst du nicht irgendeinen Knappen los, um diesen komischen Stein zu holen? Aber egal, wir werden auf jeden Fall zur unvollendeten Stufenpyramide gehen und den Segenstein holen und euch dann in Viveks Palast treffen. Machen wir, easy. Ihr habt einen einfachen Auftrag im Dienste Fürst Viveks erhalten. Und schon werden zahllose ungebetene Fragen in eurem Geist aufgeworfen. Nun gut, nur zu. Stellt eure Fragen. Es ist ja nicht so, dass ich der vielbeschäftigte Erzkanoniker eines lebenden Gottes oder so wäre. Ja, was ist jetzt genau dieser Segenstein, den ich jetzt besorgen soll? Ach, das Unwissen der Fremdländer. Wie erfrischend. In den Segenstein wird eine kleine Menge von Fürst Viveks Kraft gespeichert. Sie erlauben es seiner Gunst, einen ihm geweihten Ort zu durchdringen. Wir brauchen einen solchen Stein, um das Hellsichtritual mit Kraft zu versorgen. Könnte Fürst Vivek das Ritual nicht ohne diesen Seelenstein durchführen? Also nicht Segen. Rayon, du solltest mehr schlafen. Könnte Vivek das Ritual nicht ohne einen Segenstein durchführen? Falls es euch noch nicht aufgefallen sein sollte, das Phänomen behindert Fürst Vivek in ungewöhnlicher Art und Weise. Es wird sicherer für alle sein, wenn ich das Ritual mit dem Segenstein durchführe, anstatt auf die persönlichen Energiereserven meines Fürsten zurückzugreifen. Okay, aber was hofft Fürst Vivek mit dem Hellsichtritual zu erfahren? Selbst wenn ich es euch sagen würde, würdet ihr es nicht verstehen. Fürst Viveks Sinnesschärfe übersteigt bei weitem jene der gewöhnlichen Sterblichen. Belassen wir es dabei, dass er eine Störung im Energiefluss in ganz Wartenfell verspürt. Er ist auf der Suche nach der Quelle dieser Störung. Vivek erwähnte den Roten Berg und Dedra. Meint ihr, es gibt eine Verbindung da? Fürst Vivek sieht überall Zeichen und Omen. Im Herzen ist er ein Poet. Ich hingegen neige dazu, pragmatischer zu sein. Manchmal ist ein Vulkan nur ein Vulkan und kein Sendbote des Untergangs. Was die Dedra angeht, habe ich keine Ahnung. Vielleicht ist eine Beschwörung aus dem Ruder gelaufen. Eine große Beschwörung, wenn dann. Aber habe ich euch jetzt irgendwie beleidigt oder warum seid ihr so komisch? Mich beleidigen? Da überschätzt ihr euch aber etwas. Nein, ich empfinde das Gleiche gegenüber allen Fremdländern. Das ist eine Angelegenheit des Tribunals, die auch am besten vom Tribunal bewältigt werden sollte. Doch ich gehorche auch Fürst Vivek. Also werde ich eure Beteiligung dulden und mein Bestes tun, euch zu helfen. Okay, dann lebt wohl. Wir holen uns den Segenstein. Treffen uns im Palast. Bis denne.
Hi, jetzt dir so alles gut? Du bist Stufe 4, ich bin schon ein bisschen höher wie du. Schön. So, wo ist denn die unvollendete Pyramide? Wo ist die wirklich? Die ist da hinten irgendwo. Okay, dann gehen wir mal in die Richtung. Gucken wir mal, wie weit die weg ist. Aber so weit dürfte sie eigentlich nicht weg sein. Ich meine, ist sie hier in der Stadt? Ich glaube nicht, dass es in irgendeiner... Der hat einen geilen Wolf. Wieso hat er einen weißen Wolf? Ich will auch einen weißen Wolf haben. Mann, ich mag Wölfe. Aber mein Wolf, der wilden Jagd, ist einfach nur geiler. Du bist... Ich hasse diese Veteranen, Dulis. Ich kann der 630 sein. Ich dachte, 600 ist Maximum. Egal. Ich mag den nicht. Ich mag keine Veteranen-Dulis, wenn ich selber mit Anfangscharakter spiele. Ich hasse das. Ich fühle mich dann schwach und unvollkommen und... Nein, geht nicht. Pfui, geh weg. Ich mag dich nicht. Ah, schön. Ich glaube, einer der größeren Gründe, warum ich keine Veteranen-Dulis mag, wenn ich einen schwächeren, deutlich schwächeren Charakter spiele, ist einfach... Oh ne, du springst jetzt nicht wirklich ab, oder? Ist einfach der Grund, dass ich einfach dann die ganze Zeit, wenn ich irgendjemanden bekämpfen will oder so, oder... Raide oder einen Dungeon mache, dass die mir alle Feinde wegkiten und ich dann nichts mehr zu tun habe, weil die alles One-Hit machen, wofür ich 2 Minuten brauche. Und das ist uncool. Und es regnet. Auf Deutsch gesagt, wenn ich kämpfe, will ich kämpfen und für mich den Kampf bestreiten. Da brauche ich keinen, der mit seinem ach so geilen Schwert einmal draufhaut und die Sache hat sich geregelt. So, Aufseherin Shiralas. Hi. Dieses Vorhaben war schlichtweg eine Katastrophe nach der anderen. Wie soll ich diese Stufenpyramide denn rechtzeitig fertigstellen, wenn dauernd etwas schief geht? Achtet nicht weiter auf mich, ich habe nur einen dieser Tage. Ach, du hast deine Tage, das verstehe ich. Jetzt Kanoniker Tavos hat mich geschickt, ich soll euch um den Seelenstein... ich sag schon wieder Seelenstein, um den Segenstein bitten. Unseren Segenstein? Wisst ihr, was geschieht, wenn wir unseren Segenstein weggeben? Tja, ich auch nicht. Aber ich bin mir sicher, dass wir unseren Zeitplan so niemals einhalten werden. Und auch unsere Unfallserie wird dadurch nicht beendet. Ich widerspreche dem Erzkanoniker nun wirklich nicht gern. Aber das ist eine schreckliche Idee. Ja, aber Fürst Vivek höchstpersönlich braucht einen Segenstein für ein wichtiges Ritual. Fürst Vivek? Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Aber ich brauche eure Hilfe, bevor ich euch den Segenstein übergeben kann. Der Weg, der zur Weihekammer führt, liegt in Trümmern und nun sind einige Arbeiter verschüttet. Wenn ihr den Weg freimachen könnt, dann könnt ihr den Stein leihen. War doch klar, dass wir ihn nicht einfach so bekommen. Okay, ich räume den Gang frei und befreie eure Arbeiter auf meinem Weg zur Bergung des Steins. Ich weiß die Hilfe zu schätzen, aber denkt daran, dass ihr den Stein nur ausgeliehen habt. Er muss vor der nächsten Schicht wieder in der Weihekammer sein, sonst wird diese Stufenpyramide niemals rechtzeitig fertig. Ja, das kriegen wir schon hin, Okay. Aber Leute, ich würde sagen, zu diesem, genau, gehen wir jetzt hin. Alter. Wie viel Schutt gibt es denn? Wir müssen 2 Leute befreien, ne? Aber da ist 3-mal Schutt. Ist in einem Schutt nichts drin? Egal. Leute, auf jeden Fall werden wir den Schutt hier und diese Baustelle mal in der nächsten Folge erkunden und mal gucken, was wir da so freiräumen können. Ob wir den Stein rechtzeitig finden. Oh, und ich bin ein Drachenfrosch. Oh, mein blauer Drachenfrosch. Geil. Du läufst jetzt mal nicht vor mir in der Kiste rein. Was hast du denn da für ein Bär? Achso, der hat voll auf Aussage-Skill, den Bären. Alles klar, viel Spaß dir noch. Du bist Stufe 4, ich finde dich sympathisch. Du bist Veteran? Nein, du bist auch... Okay, passt, ihr seid mir alle sympathisch. Okay, Leute, ich würde auf jeden Fall sagen, konstruktive Kritik und alles unten rein in die Kommis. Schreibt ein nettes Kommentar und lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, damit ich auch genau weiß, ob es euch gefällt oder eben nicht. So, ich wiederhole mich wie in jeder Folge am Ende. Egal, lassen wir es einfach so stehen. Ryan sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Morgen 14 Uhr, Elder Scrolls Online, nächstes Live. Tschüss!